Ich hatte über die letzten Monate immer wieder das Problem, dass ich einige Filme oder Serien gesehen habe, aber manchmal hat es sich nicht gelohnt, irgendwie eine Kritik dafür zu machen, weil ich dachte, okay, es interessiert irgendwie zu wenig Leute. Dann hatte ich irgendwie auch nicht Zeit, zu den ganzen Filmen und Serien zum Teil auch wirklich eine einzelne Review zu drehen. Und ich dachte mir, ich brauche irgendwie ein Format, wo ich vielleicht hin und wieder mal so das ein oder andere ganz kurz erwähnen kann, jetzt nicht eine ausführliche Review zu machen, aber einfach mal so ein bisschen meine Gedanken dazu teilen kann. Ja, und das Ganze halt in so einem lockeren Setting, wofür ich jetzt zum Beispiel auch keine großen Recherchen machen muss, weil das immer halt gleich mehr Aufwand ist und das bedeutet dann auch mehr Zeit und dann halt weniger Zeit halt, um andere Videos zu machen. Etc. Deshalb dachte ich mir, vielleicht wäre es ja ganz cool, wenn ich immer am Ende des Monats so ein wenig erzähle, was ich denn den Monat über so gesehen habe. Jetzt alles, was Filme, Serien und stellenweise vielleicht auch Anime angeht. Und dann könnte ich eben auch an der Stelle halt Filme oder Serien erwähnen, zu denen ich jetzt eben kein einzelnes Video gemacht habe. Diesen Monat haben wir tatsächlich auch einige spannende Sachen dabei und da waren jetzt auch wirklich mehrere Filme oder Serien noch dabei. Da wollte ich gerne ein Video zu machen, aber ich habe es aus Zeitgründen einfach absolut nicht geschafft. Ich habe diesen Monat irgendwie sehr viel gearbeitet auch und habe dann ja auch natürlich noch meine Sonntagsvideos. Also ja, ein bisschen schwierig alles. Ich weiß jetzt auch nicht ganz, ob euch das überhaupt interessiert. Also wenn es jetzt irgendwie kaum jemanden wirklich groß juckt, dann kann ich es auch lassen. Aber ja, ich werde es jetzt einfach mal antesten und gucken, wie es bei euch ankommt. Ihr könnt mir dann ja auch gerne einfach sagen, wie ihr es findet. Ich würde sagen, wir starten auch schon direkt mit der ersten Serie in diesem Fall. Und zwar ist das sogar House of the Dragon Staffel 2. Ich wollte eigentlich gerne auch ein eigenes Video zu House of the Dragon machen, genauso wie ich ein eigenes Video zu The Boys gemacht habe. Aber ich habe es dann einfach nicht hinbekommen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe sehnsuchtsvoll auf diese Staffel gewartet. Ich fand Staffel 1 war ziemlich stark. Die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und was ich vor allem eben sehr an House of the Dragon mag, ist halt einfach, dass wir sehr komplexe Figuren bekommen und ich mochte auch immer sehr so die Beziehungen zwischen den Figuren zu sehen und auch zu sehen, wie diese im Laufe der Handlung verlaufen und auch zu sehen, also immer dieses Machtspiel zu sehen. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der sehr, sehr viel in Game of Thrones vorkommt, ist ja klar. Aber hier ist es nochmal quasi in so einem kleinen Mikrokosmos, weil wir uns wirklich nur innerhalb der Familie Targaryen oder halt eben dann noch den Häusern drumherum, weil wir uns halt nur dort in diesem Kosmos bewegen. Und ja, das ist für mich persönlich trotzdem immer noch sehr, sehr spannend gewesen und deshalb habe ich wirklich lange gewartet. Ich meine, es waren 2 Jahre, okay, aber es war sehr lang. Und ich muss auch auf jeden Fall festhalten, ich fand, die erste Folge ist auch direkt mit einem richtigen Knall gestartet. Also da ist ja auch wirklich was Krasses passiert. Das ist ja das, was alle als Blut und Käse bezeichnen. Was? Blut und Käse? Ich glaube ja. Ich hatte gar keinen Plan, was es überhaupt war. Ich weiß auf jeden Fall, dass Leute das Ganze ein wenig kritisiert haben, weil es ja nicht heftig genug war oder auch zum Teil sehr abgeändert wurde und ein bisschen gemildert wurde auch. Das habe ich zum Beispiel in der Podcast-Folge erfahren, die wir zu dem ganzen Thema aufgenommen hatten. Falls ihr da auch nochmal Ausführlicheres zu hören wollt, könnt ihr da auf jeden Fall reinschauen. Ich verlinke das gern unten. Trotzdem war die erste Folge für mich persönlich sehr stark und ich dachte, okay, das flotte Tempo von der ersten Staffel wird jetzt eben wieder aufgenommen und es wird jetzt genauso weitergemacht. Das war aber dann nicht der Fall. Also die Folgen danach, die plätscherten mehr ein wenig, finde ich. Also das Tempo, das wurde wirklich herausgenommen und man hat sich hier viel mehr wirklich auf die Charaktere fokussiert. Man hat sich mehr darauf fokussiert, Momente zu erschaffen, wo man eben Charaktere auch entwickeln kann. Ja, das Ganze, das ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Das will ich hier auch wirklich gar nicht sagen. Aber es ist für mich persönlich sehr anders als die erste Staffel, weil die erste Staffel, die hatte halt wirklich jede Folge so eine hohe Intensität, wie ich finde.
Und hier war es einfach vom Tempo deutlich gemilderter, auch von der Action deutlich gemilderter. Ich finde auch, dass es Szenen gab, da frage ich mich im Nachhinein, ob man das so sehr gebraucht hätte, beziehungsweise ob man dieses Ausschweifende davon so sehr gebraucht hätte. Das ist insbesondere bei Damon in Harrenhal so gewesen. Also an sich verstehe ich, warum dieser ganze Subplot mit Harrenhal da ist. Der ist natürlich auch wichtig, der wird auch noch sehr wichtig sein für die nächste Staffel, denke ich. Aber da passiert es ja, dass Damon, jetzt ohne groß viel zu verraten, dass Damon ja quasi so einen kleinen Trip macht. Und jetzt nicht Trip dahin, sondern Trip in seinem Kopf quasi. Und dort haben wir dann halt so Szenen gesehen. Da frage ich mich zum Teil, okay, also erstmal, was war das? Und dann habe ich mich auch so gefragt, okay, wozu mussten wir das jetzt alles auch in so einer Ausführlichkeit sehen? Ich verstehe natürlich, diese Szenen waren wichtig, um ihn zu entwickeln, ne? Damit er eben am Ende dann zu der Person wird, die er dann halt in Folge 8 dann auch ist. Aber ja, ich dachte mir manchmal ein bisschen, okay, brauchen wir das jetzt eigentlich so ausführlich? Nicht nur, dass diese Szenen zum Teil ein bisschen eigenartig waren, ich fand einfach auch, dass sie, wenn man halt mehrere Folgen die immer wieder sieht, da ist es langsam nervig geworden. Das war so ein bisschen mein Problem damit. Zwischendurch darf es dann aber auch mal ein wenig mehr Action geben und dann wird auch das Tempo wirklich wieder angehoben. Da möchte ich jetzt insbesondere vor allem Folge 4 herausstellen und auch Folge 7. Beide haben richtig, richtig tolle Momente und ich war wirklich wieder richtig gefesselt. Ich war richtig so, wow, ich möchte unbedingt weiterschauen. Wobei ich dann auch wiederum sagen muss, das Finale war für mich enttäuschend. Also da gab es einen richtig tollen Moment, da gab es einen sehr tollen Moment, den habe ich sehr gefeiert, der war auch sehr cool inszeniert und alles, aber das alles, was danach kam, das war für mich leider einfach wie so ein Trailer für die dritte Staffel. Das war sehr schade, weil es wurde schön aufgebaut zuvor. Was man auf jeden Fall festhalten kann, House of the Dragon ist immer noch eine sehr gute Serie und auch diese Staffel ist gut. Sie ist aber auf jeden Fall nicht das, was die erste Staffel war, jetzt so von ihrer Intensität her, von ihrem Pacing her, von manchen Schockmomenten auch her. Das ist sie auf jeden Fall nicht. Hier wird wirklich mehr dafür gesorgt, dass wir Charaktere aufbauen und dass wir halt die Handlung vorbereiten. Das ist für mich so ein wenig ähnlich wie The Boys Staffel 4, nur dass House of the Dragon auf jeden Fall weniger chaotisch ist und weniger zerstreut ist. Also da finde ich, hat House of the Dragon nochmal den genaueren Blick für die Handlung und weiß, glaube ich, auch eben ganz genau, wo es hingeht. Aber ja, das muss man jetzt nur ein wenig schlucken. Trotzdem bin ich absolut gespannt auf die dritte Staffel und dadurch, dass ich immer noch sehr gespannt bin und auf jeden Fall weiter gucken will, glaube ich trotzdem, dass hier eigentlich im Endeffekt alles gut gemacht wurde. Dann schauen wir mal, was ich als nächstes gesehen habe. Genau, weil ich orientiere mich quasi einfach an dem, was ich hier bei Letterboxd in meinem Diary eingetragen habe. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, da heiße ich einfach Melanie_Kali. Genau, der nächste Film, den ich gesehen habe, war Gefährliche Brandung, ja. Im Zuge der Best-of-Cinema-Reihe wieder im Kino gezeigt. Also das war vor Anfang August war das. Also das ist ja immer, glaube ich, der erste Dienstag im Monat. Da werden die Filme der Best-of-Cinema-Reihe gezeigt. Und übrigens jetzt im September kommt Robocop. Also ich werde, ja, morgen werde ich Robocop gucken. Darauf freue ich mich schon ultra. Aber jetzt habe ich letzten Monat eben halt Gefährliche Brandung geguckt. Ich habe nämlich den Trailer davon im Kino gesehen und ich fand, der Film sah super interessant aus. Eben auch, weil wir hier irgendwie so ein Surf-Thema haben und das fand ich irgendwie sehr spannend. Und ich muss sagen, ich war ziemlich, ziemlich beeindruckt davon, was der Film für tolle Bilder eingefangen hat. Also ob das jetzt im Wasser war oder auf dem Wasser oder auch in der Luft. Und auch die Story, die war wirklich nicht uninteressant. Überrascht hat mich zusätzlich auch noch, wie gut die Action hier auch gescheppert hat. Also da war eine Szene, da hat man versucht, in ein Haus einzubrechen. Also nicht einzubrechen, hat man versucht, ein Haus zu stürmen. Und die war ziemlich, ziemlich intensiv gefilmt worden und auch ordentlich brutal. Da war dann auch noch so eine richtig geniale Szene mit so einem Rasenmäher. Aber dann gab es auch noch eine Autoverfolgungsjagd und die fand ich auch richtig toll gefilmt. Und ja, ich muss eh sagen, ich fand einfach
sehr spannend, auch Patrick Swayze hier mal in so einer Rolle zu sehen, weil er hier halt eben einen sehr interessanten Gegenspieler spielt, der nicht so dieser typische Bösewicht ist. Also ich finde, er bewegt sich viel, viel mehr in einer Grauzone. Weil es gibt definitiv auch so Sachen, die man an ihm mögen kann. Gleichzeitig hat er dann halt irgendwie ein paar vielleicht auch fragwürdige Philosophien, oder er hat nicht mal unbedingt fragwürdig, aber irgendwie schon. Aber er folgt halt eben vollkommen seiner eigenen Philosophie. Und das war für mich eben sehr spannend zu sehen. Also ja, ich hatte eine ziemlich, ziemlich gute Zeit mit dem und ich war sehr happy, dass ich den auf der Leinwand sehen konnte und bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt auf Robocop. Und übrigens, im Dezember läuft der La La Land. Also, ich habe mein Ticket schon gekauft. Dann habe ich Stirb langsam 2 und Stirb langsam 3 gesehen. Dazu gibt es natürlich ganz ausführliche Reviews auf meinem Kanal. Genauso wie der nächste Film. Am 14. habe ich Borderlands geguckt. Das ist natürlich mein Jahreshighlight. Also es ist der beste Film aller Zeiten. Und danach, nach Borderlands, habe ich Alien Romulus gesehen. Dazu gibt es auch eine sehr ausführliche Review auf meinem Kanal. Und ja, machen wir weiter dann mit einem Film, den ich noch nicht besprochen habe. Und zwar It Ends With Us, beziehungsweise zu Deutsch heißt er ja Nur noch ein einziges Mal. Das ist eine Buchverfilmung zu einem ziemlich erfolgreichen und auch einem ziemlich gehypten Buch. Also wie man so im Hintergrund erkennen kann, ich lese ab und zu auch mal was. Und ich habe das Buch auf jeden Fall auch gelesen vor, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall vor Jahren. Es ist, glaube ich, schon wirklich einige Jahre her. Es gab rund um den Film auch ein riesiges Drama, was irgendwie mit Blake Lively und mit Justin Baldoni zu tun hat. Also Blake Lively ist dann natürlich einmal die Hauptdarstellerin hier und Justin Baldoni ist das männliche Lead und auch gleichzeitig der Regisseur des Films. Und man hat irgendwie mitbekommen, dass Justin Baldoni seine ganze Presse quasi separat vom restlichen Cast macht. Also er macht quasi Promo ganz alleine für den Film, während der ganze Cast halt so auf der anderen Seite so ihre Promo dann für den Film macht, wo dann eben halt spekuliert wird, okay, da gibt es auf jeden Fall irgendwie Streit oder irgendwas ist vorgefallen, weil plötzlich niemand mehr mit ihm redet, so. Und niemand erwähnt ihn auch überhaupt nur richtig in Interviews. Was halt einfach seltsam ist, weil er ist der Regisseur des Films und er spielt auch in dem Film mit. Ich weiß natürlich nicht genau, was da vorgefallen ist, weil vielleicht gibt es auch wirklich einen sehr triftigen Grund, warum alle jetzt irgendwie sich plötzlich gegen ihn stellen. Was ich aber auf jeden Fall wirklich absolut seltsam finde, also ich finde allein einfach schon die Konstellation so seltsam. Justin Baldoni ist wirklich der einzige vom Cast, der groß und vor allem jetzt auch im Vergleich zu Blake Lively, die eben die Betroffene in dem Film spielt, der ist wirklich der Einzige, der wirklich versucht, das Thema des Films halt herauszunehmen. Also das groß zu thematisieren, worum es eigentlich geht. Weil in dem Film, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, geht es um häusliche Gewalt. Lasst euch da auch auf jeden Fall nicht von irgendeiner komischen Promo blenden. Die Werbung, finde ich, verkauft zum Teil auch den Film ein bisschen falsch. Also stellt es mehr irgendwie als eine Rom-Com dar, was es auf jeden Fall nicht ist. Es ist keine klassische Rom-Com. Es ist ein Film, der ein wirklich ernsthaftes Thema behandelt und oder ein ernstes Thema behandelt, sorry. Und ja, da sollte man vielleicht auch zum Teil nicht so leichtfertig reingehen. Und wie gesagt, Justin Baldoni ist halt wirklich der Einzige, der hier irgendwie Aufklärungsarbeit leistet und der sich da auch wirklich hinsetzt und sich für das Thema stark macht. Und Blake Lively, die ist halt einfach da und bringt zur Promo dieses, oder bringt zur Premiere des Films einfach ihren Mann Ryan Reynolds mit und auch noch Hugh Jackman. Was haben die beiden damit zu tun, außer dass sie jetzt halt Deadpool und Wolverine gespielt haben und Blake Lively halt auch auf deren Premiere war? Das hat total seltsam gewesen und irgendwie auch total unpassend gewesen, weil es auch komplett so vom eigentlichen Film ablenkt. Ich meine, okay, ich weiß, dass Ryan Reynolds eine Szene irgendwie für den Film geschrieben hat, aber es ist trotzdem irgendwie so, es ist trotzdem merkwürdig. Also ich finde es auf jeden Fall schade, dass Justin Baldoni irgendwie gefühlt so der Einzige ist, der sich da auch wirklich in Talkshows hinsetzt und wirklich gut über das Thema spricht und wirklich auch halt Aufklärungsarbeit macht. So. Und finde es schade, dass vor allem Blake Lively das nicht so viel tut. Deshalb kann ich auf jeden Fall verstehen, dass sie gerade aktuell halt wirklich sehr kritisiert wird. Also sie wird gerade eh im Internet komplett kritisiert dafür.
Und zum gewissen Maße, also bis zu einem gewissen Maße, ist es auch irgendwie gerechtfertigt. Ich meine, man muss jetzt nicht groß, also man muss sie jetzt auch nicht weghaten, das muss man jetzt auch nicht. Das geht ja auch irgendwie ein bisschen am Thema vorbei. So viel erstmal zu den ganzen Hintergründen zu dem Film, das ist auf jeden Fall alles sehr merkwürdig. Aber dann lasst uns doch mal einfach über den Film selbst sprechen. Ich hatte eigentlich auch vor, ein Video zu dem Film zu machen, weil es mir eigentlich auch wirklich wichtig war, darüber zu sprechen, die Hintergründe zu dem Drama ein bisschen aufzuarbeiten, aber dann eben auch vor allem über den Film zu sprechen und über das generelle Thema des Films zu sprechen. Deshalb lass uns das vielleicht mal in Kurzform jetzt hier an der Stelle machen. Ich habe mir irgendwie Schlimmeres vorgestellt, aber der Film war dann im Endeffekt okay. Also, was ich zum Beispiel sehr gut fand, war, dass ich die Chemie zwischen Blake Livelys Figur und Justin Bedonis Figur wirklich geglaubt habe. Also ich fand, das wirkte gar nicht so aufgesetzt oder künstlich, ne? Ich finde, man konnte irgendwie nachvollziehen, warum die beiden vielleicht Gefallen aneinander haben. Und das ist natürlich für erstmal eine, für den Beginn einer Liebesgeschichte ist es natürlich wichtig, dass man das halt hat. Ich fand eigentlich auch, dass die Schauspieler an sich ganz gut waren, also jetzt Blake Lively und eben auch, vor allem auch Justin Bedoni hat mir eigentlich in seiner Darstellung dieser Figur sehr gut gefallen. Der Film ist auch auf eine Weise sehr schön eingefangen worden, vielleicht sogar auch ein bisschen zu schön und manchmal ein bisschen zu sehr Bilderbuch, weil es zum Teil so in einem sehr starken Kontrast zu dem Thema steht. Vielleicht hätte ich mir da ein bisschen manchmal mehr eine Anpassung gewünscht, auch so vom Visuellen her. Was mir schon weniger gefallen hat, waren die Dialoge zum Teil. Also ich fand irgendwie, das war diese eine Szene, wo also Lily das erste Mal quasi ihre beste Freundin trifft. Ich fand, das Ganze war irgendwie sehr merkwürdig geschrieben. Also vielleicht war es okay geschrieben, aber dann in der Szene, also es hat sich nicht so gut in der eigentlichen Szene so übertragen. Und das war ein bisschen seltsam und da gab es immer wieder so Stellen, da fand ich den Dialog jetzt an sich nicht so stark. Was hier aber auf jeden Fall mein größter Kritikpunkt ist, ist, dass ich mir gewünscht hätte, dass das Thema hier noch prominenter einen Platz gefunden hätte. Und das ist zum Teil auch etwas rauer und ungeschönter gezeigt wird. Ich glaube, die FSK 12 ne, oder PG-13 hat da ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht, ne, weil man wahrscheinlich eben das angestrebt hat. Ich meine jetzt auch nicht, dass es auf eine komplett traumatisierende Art gezeigt werden soll. Es geht mir nur darum, wenn man dem Thema schon einen Film widmet, dann würde ich mir auch wünschen, dass in manchen Szenen nicht weggeblendet wird. Dass man auch wirklich manchmal eben auch einige Momente nochmal genauer zeigt, um zu zeigen, wie schlimm das Ganze für Betroffene ist, weil das ist etwas, was real existierenden Menschen wirklich passiert. Das passiert sehr vielen Menschen alltäglich und da hätte ich mir dann gewünscht, okay, zeig das Ganze genau. Zeig, wie schlimm es zum Teil ist. Zeig vielleicht wirklich eben, ja, bei manches muss man einfach auch ein wenig sehen. Und deshalb, das ist ja eben auch das Medium des Films, ne? Es ist ja eben kein Buch. Es ist ja hier der Film und da finde ich, sollten noch mal mehr die Möglichkeiten des Films ausgenutzt werden, um eben die Heftigkeit mancher Dinge zu verdeutlichen. Es ist zudem auch schade, aber das war auch schon im Buch so, dass hier eine Situation gezeigt wird, in der die Frau auch recht privilegiert ist. Also in dem Sinne, dass sie zum Beispiel nicht finanziell abhängig ist von dem Mann, mit dem sie in einer Beziehung ist. Also sie hat selber, sie ist selber finanziell gut gestellt und sie hat auch ein Auffangnetz, wie zum Beispiel ihre Mutter. Aber das ist eine Sache, die viele Betroffene halt eben gar nicht haben. Also natürlich die emotionale Abhängigkeit, die wird schon ein wenig im Film abgebildet. Hätte man vielleicht sogar auch noch einen Tacken mehr machen können. Aber die finanzielle Abhängigkeit, ne, das ist ja eben auch ganz oft ein Grund, warum Frauen eben in diesen Konstellationen auch bleiben, die wird hier ja gar nicht abgebildet. Deshalb ist die Auflösung im Film letztendlich dann doch recht einfach und einfach jetzt wirklich in Anführungsstrichen, weil natürlich das emotionale Lösen von so etwas auch sehr schwer ist. Im Endeffekt finde ich, dass der Film die Chance hätte nutzen können, auch im Vergleich zum Buch,
Und auch aufgrund dessen, dass man hier nochmal ein größeres Publikum eventuell auch erreicht, noch mehr Aufklärungsarbeit zu betreiben. Am Ende hätte man beispielsweise wenigstens irgendwie Texttafeln einblenden können. Man hätte Anlaufstellen auch direkt einblenden sollen, finde ich. Das ist jetzt nämlich zum Beispiel in den ersten Minuten, also jetzt direkt zum Ende des Films nicht passiert. Das finde ich ein bisschen schade. Und da hätte ich mir dann doch vom Film ein wenig mehr gewünscht. Ja, dann habe ich Heat gesehen, das absolut geile Brett. dazu gibt es auch eine Review. Und ja, der nächste Film, den ich gesehen habe, war Tar. Es war nämlich so, dass ich nach Borderlands einen guten Cate Blanchett-Film sehen wollte und Tar war wirklich auch schon sehr lange auf meiner Watchlist. Den gibt es gerade aktuell auf Wow zu sehen. Ja, er ist auf jeden Fall ein kleiner Brecher mit seinen 2 Stunden 38 Minuten. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe den irgendwie abends gestartet, musste dann irgendwann abbrechen, weil ich dann doch ein bisschen müde wurde und bin dann am nächsten Tag aufgewacht und habe dann den ganzen Tag so über den Film nachgedacht und wollte ihn halt unbedingt zu Ende schauen. Weil die Geschichte ist doch sehr interessant und Cate Blanchetts Figur, die konnte mich auch wirklich irgendwie in den Bann ziehen. Weil Tar, also die Protagonistin, die ist wirklich schon sehr vielschichtig geschrieben. Es gibt ja auch irgendwie so Eigenschaften, die man an ihr irgendwie mögen kann. Es gibt auch so Dinge, die auch sehr bewundernswert sind an ihr. Aber dann werden im Laufe der Handlung irgendwie immer mehr Abgründe aufgemacht und dieses Porträt dieser Figur oder dieses Charakters, das erweitert sich immer mehr und das ist halt einfach sehr, sehr spannend, ja, zu sehen. Deshalb glaube ich auch, dass er so eine lange Lauflänge hat, weil er sich auch wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen hat, eben dieses Charakterporträt zu erschaffen in erster Linie. Und der Film spricht auch sehr interessante Themen an, wie zum Beispiel eben Cancel Culture oder ob man Kunst vom Künstler trennen kann oder sollte. Ebenfalls spannend ist auch die Art, wie dieser Film eingefangen wurde. Also es gibt zum Teil wirklich sehr, sehr lange Szenen und auch wirklich sehr dialoghaltige Szenen, wo ich auch schon wieder sagen muss, da waren zum Teil auch wirklich so Dialoge bei. Da kam ich zum Teil gar nicht hinterher, weil es geht ja in dem Film sehr viel um klassische Musik und es geht um den Beruf des Dirigenten auch. Und da werden dann natürlich sehr, sehr viele entsprechende Begriffe reingestreut. Und als Laie ist es manchmal ein wenig schwer, das Ganze zu verfolgen und dann auch irgendwie jetzt, ne, da werden eben auch ganz, da wird ganz viel Name-Dropping auch gemacht, ne, und dann ist man so, okay, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht genau, wer das ist. Ein weiterer Minuspunkt an dem Film ist auch, dass ich finde, dass die Handlung dann doch ein wenig lose erzählt wurde an manchen Stellen. Also in dem Sinne, dass es Szenen gab, die nicht sehr, sehr viel zum Plot beitrugen und ich mich dann gefragt habe, okay, warum haben wir das jetzt unbedingt gesehen, also mussten wir das jetzt unbedingt sehen, weshalb dann eben auch das Pacing ein wenig drunter leidet an manchen Stellen. Trotzdem ist das hier eine wirklich super starke Leistung von Cate Blanchett. Ich glaube, sie wurde ja sogar für den Film für den Oscar nominiert, hat ihn aber, glaube ich, nicht gewonnen. Muss ich nochmal nachschauen. Aber wenn ihr vielleicht Lust habt, auch mal nach Borderlands jetzt irgendwie etwas anderes und auf jeden Fall auch etwas nochmal anspruchsvolleres zu sehen, weil ich finde, der Film ist eigentlich schon an sich recht anspruchsvoll, dann solltet ihr, also könnt ihr ja mal gerne in den Film reinschauen. Ja, mein nächster Film war tatsächlich Long Legs und trotz dessen, dass ich eigentlich ja das Horrorgenre so von Natur aus gerne meide, war ich dann doch ein wenig sehr gespannt, was Long Legs so zu bieten hat, weil ich fand allein von der Prämisse her und von dem Trailer so ein wenig, dass er sehr interessant aussah und es gibt auch viele Kollegen, die sehr über den geschwärmt haben. Deshalb wollte ich ihn noch unbedingt sehen. Ich glaube, ich werde zudem auch noch eine eigene Review rausbringen, deshalb werde ich mich hier kurz halten. Ich kann auf jeden Fall schon mal verraten, dass ich ein wenig, glaube ich, mehr erwartet hätte. Vor allem eben deshalb, weil der Film als gruseligster Film des Jahres eben vermarktet wird. Aber trotzdem hat er für mich auch sehr viele Stärken. Und da würde ich gerne dann noch in einem separaten Video drauf eingehen. Dann habe ich meinen Film für diesen Sonntag geguckt, für mein Nachgeholt-Video. Vielleicht kann ich ein kleines Snippet hier mal einblenden, als kleinen Teaser. Und dann der letzte Film, den ich gesehen habe, war Blink Twice.
Ja, ich glaube, ich habe irgendwie eine kontroversere Meinung zu dem. Also ich war sehr gespannt auf den Film. Also viele meiner Kollegen haben den sehr gelobt. Und deshalb wollte ich den auf jeden Fall noch sehen. Der Trailer hat auch mein Interesse geweckt. Channing Tatum spielt mit, also den sehe ich eigentlich immer ganz gerne. Das Ganze ist auch noch Zoe Kravitz Regiedebüt, finde ich auch spannend. Einige handwerkliche Aspekte haben mir sehr, sehr gut gefallen. Zum Beispiel eben die Kameraarbeit, da finde ich, hatte diese einige sehr spannende Einfälle. Ich fand es auch interessant, dass man hier öfter Gesichter zentral, also frontal zentriert hat und es war eben auch sehr spannend in einigen Szenen. Auch das Set-Design war sehr gut gestaltet, Kostüm und Maske passend gewählt und ich mochte eben auch so die Art, wie der Plot sich langsam entfaltet hat. Was ist denn jetzt genau mein Haken? Für mich war es ein wenig die Herangehensweise an das Überthema. Das Überthema in diesem Film ist ein wenig Machtmissbrauch, könnte man eigentlich sagen. Es ist schwierig, das Ganze ohne Spoiler zu erklären, weil ich mich hier insbesondere auf das Ende beziehe. Also ich habe eigentlich wirklich zum Großteil ein Problem mit dem Ende. Am Ende passiert halt etwas und da ist die ganze Nummer mir plötzlich in eine fast schon trashige Richtung abgedriftet, was insbesondere hier an der Inszenierung lag. Da gibt es eine Szene, da machen sich zwei Frauen gerade kampfbereit. Und das Ganze wird dann auch noch mit so einer Musik unterlegt und alles eben auf sehr cool inszeniert. Und da dachte ich mir halt einfach nur so, okay, das hat der Film nicht gebraucht an der Stelle. Denn das Ganze wirkte für mich persönlich einfach zu aufgesetzt. Es hat sich nicht authentisch in dem Moment richtig angefühlt und ich meine nicht mal unbedingt die Handlung an sich. Die Handlung an sich kann ich komplett verstehen, also was die Figuren in dem Moment machen. Kann ich verstehen. Es war für mich einfach nur so ein bisschen die Inszenierung und dann auch die Tonalität. Und warum ich es nicht passend finde, liegt eben daran, dass wir zuvor etwas erfahren, was halt wirklich schwerer Tobak ist. Also es ist ein wirklich ernstes Thema. Es gibt auch vor dem Film eine Triggerwarnung. Und da finde ich es dann halt eben unpassend, dass der Film an der Stelle dann plötzlich in so eine Schiene abgedriftet ist. Also von der Inszenierung und von der Tonalität her. Ich finde nämlich irgendwie, dass es nicht ernst zu nehmen bleibt. Und das ist so mein Problem an der Sache. Ich fand es halt irgendwie von der Tonalität und von der Inszenierung der weiblichen Figuren halt einfach, wie gesagt, zu aufgesetzt. Es war mir zu überdreht. Es war mir dann irgendwie, dafür, dass wir so etwas Schwerwiegendes zuvor sehen, ist das Ganze mir dann irgendwie so zu sehr aufgedreht worden. Und auch dem Ende, dem stehe ich, also wirklich mit einer der letzten Szenen, dem stehe ich wirklich sehr, mit sehr gemischten Gefühlen gegenüber. Was ich auf jeden Fall auch nicht damit sagen will, damit es jetzt niemand falsch versteht an der Stelle, ich will damit nicht sagen, dass ich es nicht mag, wenn Frauen cool inszeniert werden. Es ist für mich nur immer eine Sache von, wie macht man das? Was mir als gutes Beispiel direkt einfällt, sind so Figuren wie die Braut von Kill Bill und auch zum Beispiel Furiosa. Aber ich habe beim Schauen von diesem Film jetzt gemerkt, dass mir das ganz unangenehm war. Und ich es halt, wie gesagt, als nicht passend empfand. Es war mir einfach zu sehr gewollt in diesem Moment. Und wenn es auf mich gewollt wirkt, dann kann ich damit nichts anfangen. Das ist ja eben auch so mein Problem zum Beispiel mit The Marvels. Auch wenn ich die beiden jetzt nicht in dieselbe Kiste stecken will, weil dafür ist Blink Twice um einiges besser als The Marvels. Und dazu will ich auch noch sagen, dass es immer ein sehr individuelles Gefühl ist. Und ich glaube, bestimmt hatte ich auch im Saal irgendwie eine Frau hinten sitzen, die fand das vielleicht auch alles überhaupt gar nicht so und fand das alles ziemlich cool. Also das ist jetzt wirklich nur meine Sichtweise darauf. Und ich glaube, ich habe da auch ein sehr kritisches Auge, muss ich sagen. Weil ich bin da schon ein bisschen empfindlich bei der Sache. Aber ja, so viel dazu. Ich habe keinen Plan, ob jetzt irgendjemand meinen Schilderungen folgen konnte. Es ist jetzt alles sehr chaotisch irgendwie erzählt, weil oder auch vielleicht nicht ganz nachvollziehbar erzählt, weil ich halt, wie gesagt, nicht groß spoilern kann an der Stelle oder möchte. Ich glaube auch, dass ich eine sehr subjektiv individuelle Sicht auf das Thema habe und vielleicht eh nochmal ein bisschen bei dem Thema empfindlicher reagiere als vielleicht andere Leute. Und das merkt man ja eben auch daran, dass meine Kollegen den Film ja auch viel, viel besser bewertet haben als ich jetzt.
Deshalb, wenn ihr den sehen wollt, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Ich habe einfach wirklich am Ende des Tages sehr gemischte Gefühle zu dem. Als kleinen Ausblick wollte ich auch nochmal erwähnen, was ich gerade für Serien noch schaue, weil da ist jetzt gerade sehr, sehr viel Neues rausgekommen. Und vielleicht könnte ich das dann ja im nächsten Monatsvideo besprechen oder ich mache eventuell auch eine eigene Review zu denen. Ja, ich habe angefangen zu schauen, einmal die vierte und letzte Staffel von Umbrella Academy. Ich muss sagen, dass ich die Serie eigentlich wirklich sehr gerne mag. Ich mag die Figuren, ich mag so ein bisschen dieses ganze Superhelden-Thema und dass das Ganze hier auf eine sehr andere Weise nochmal angegangen wird. Jetzt nicht unbedingt wie The Boys, aber es ist einfach nochmal so ein kleiner eigener Twist auf die Sache. Und ich muss sagen, bisher gefällt es mir eigentlich auch noch sehr gut. Also ich habe auch Lust, noch weiter zu schauen. Ich möchte jetzt auch gerne wissen, wie es endet. Vor allem eben, weil es jetzt die letzte Staffel ist, da war es mir jetzt auch wirklich wichtig, die Serie abzuschließen. Ja, also bisher kann ich mich nicht beschweren. Dann habe ich Terminator Zero angefangen. Das ist einmal der Terminator-Anime, der jetzt vor ein paar Tagen rauskam. Auf den war ich wirklich sehr gespannt, ne? Weil eben Terminator und dann halt eben noch als Anime. Also das klingt nach einer sehr tollen Kombi. Bisher muss ich sagen, ich habe jetzt schon 3 Folgen geguckt. Ich glaube, ich bin gerade bei der vierten. Ich habe gerade im Moment ein bisschen das Problem, dass ich finde, dass die Serie viel zu nah an den Filmen dran ist. Also jetzt an vor allem Terminator 2, jetzt auch ein bisschen an dem ersten. Da würde ich mir jetzt im Laufe der Serie auf jeden Fall wünschen, dass sie eigenständiger auf eigenen Füßen stehen kann und ein bisschen mehr auch was Originelleres herausholt, weil ich mich ansonsten frage, wozu wir jetzt diesen Anime gebraucht haben. Es fühlt sich nämlich ein bisschen so an, als würde ich dasselbe einfach nochmal gucken. Und da muss auf jeden Fall der Anime jetzt, finde ich, die Kurve kriegen. Ansonsten ist auch noch Rings of Power gestartet. Ich habe die erste Staffel ja gesehen war das letztes Jahr? Es war vor 2 Jahren, oder? Nee, ich glaube, das war vor 2 Jahren. Ja, ich habe mich auf jeden Fall noch nicht getraut, reinzuschauen. Also ich will auf jeden Fall reinschauen. Ich will mir mein eigenes Bild von der Sache machen. Ich hatte sogar ein wenig Hoffnung nach einem der letzten Trailer, aber jetzt sinkt die Motivation wieder, es überhaupt anzuschauen. Ja, aber ich denke mal, ich werd auf jeden Fall reingucken. Ich werde es mir antun und dann einfach schauen, wie weit ich komme. Ja, das waren jetzt quasi alle Filme und alle Serien, die ich im August gesehen habe. Ja, ihr könnt mir jetzt wirklich gerne Feedback hinterlassen. Gefällt euch dieses Video? Braucht ihr so ein Video? Weil ansonsten würde ich das vielleicht gerne als ein regelmäßig kommendes Format einführen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne eure Meinung zu den hier erwähnten Filmen und auch Serien in die Kommentare schreiben. Würde mich auch sehr interessieren. Dann wünsche ich euch an der Stelle noch einen sehr schönen und einen sehr angenehmen Tag und sage ciao!